Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valheim. Jetzt Ja. habe ich hier schon Dinge getan und ihr wart gar nicht dabei. Ich habe nämlich mein Werkzeug geupgradet. Wieso ist denn das Feuer auf dem, nicht auf dem. Das geht nicht. Okay. Ganz einfach. Kannst du da links und rechts einen Zaun dran bauen, dass man da nicht reinläuft? Werde ich machen. Gut. Was anderes. Ich habe jetzt hier meine Klamotten geupgradet. Ich habe jetzt mein Hemd abgegradet und meine ganzen Werkzeuge habe ich einmal ganz kurz geupgradet. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie viel von den Leder. Wir haben gar nicht so viele Lederfetzen. Nein. Wieso haben wir gar nicht so Ich viele hab Lederfetzen? sechs. Warum haben wir nicht mehr so viele Lederfetzen? Wo sind denn die alle hingekommen? In die Bögen. Wo ist denn der Bogen? In der Werkzeugkiste. Ja. Wo ist die Werkzeugkiste? Die ganz hinten rechts. Da ist ein Bogen drin, okay. Ja, jetzt habe ich auch einen Bogen. Dann brauche ich noch ein paar Pfeile. Die Bienen schlafen gerade. Hat einer da eigentlich mal, dann nehme ich 26 Pfeile mit. Ist das eigentlich ein Verbrauchsgut, die Pfeile? Ja. Okay. Ich habe hier noch, was ihr noch wahrscheinlich noch nicht hattet, ein Nixon-Trophäe. Ja. Könnt ihr euch mal in die Hand nehmen? Okay. Wir brauchen bei dem Feuer noch so ein Ja, ich stell schon auf. Essensgestell. Blaubeeren hatte ich auch noch nicht. Okay, neuer Gegenstand Blaubeeren. Ah, passt. Jetzt hatte ich die Federn kurz in der Hand, jetzt geht's. Wo haben wir die Kohle hingelegt? Zu den Bernsteinen und so weiter. Ah ja, da hinten. Oh, das Harz auch liegt, okay. Also ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar zerfetzte Dings, also noch ein paar Wildschweine auseinander und dann. Okay. Das ist aber auch ein ursprünglicher Bogen. Und dann würde ich sagen. Macht sich jeder sein Hemd und seine Hose auf letztes Level? Und Thompson hat sein Hemd schon wieder nicht mehr an, oder was? Doch, er dann. Dann hast du ja deins auch schon geupgradet, wenn du es mal einmal aushattest, wahrscheinlich. Ne. War doch, guck mal, dann sieht So, das. jetzt kannst du auch das Schild drinnen lesen. Das hat übrigens nichts gebracht. Das Schild habe ich drinnen schon gelesen. Lieber, das hat nichts gebracht. Von für die Wohnlichkeit. Für die Wohnlichkeit. Ja, wird. Ja. Was? Okay. Gut. Thor ist wütend. Zu mir ein Vordach. Okay, gut. Naja, es wird ja langsam. Wollen wir uns vielleicht mal schlafen legen? Meine Jungs. Geht nicht, das Feuer hinten ist aus. Das ist ja schade. Du kannst jetzt nicht schlafen, aber Thompson, oder wie? Nö. Ist ja blöd. Na gut, dann ist das so. Geht nicht an. Gut, das ist hier jetzt blöd. Okay, Kann man aua. da nicht auch ein Vordach überbauen oder geht sich das nicht aus? Ne, lass Ja. lieber, nur einbauen. Ein Dach nach dem anderen, bitte. Wenn ich das mal ganz kurz so sagen darf, Was? lass bitte nur einen bauen. Ja, ich baue ihn nicht. Ich frage Aber nur. ich habe ja das vordere Dach noch nicht mal fertig. Sonst könnten wir schlafen. Na, ich sag's ja nur nicht, dass dann wieder. Das hat vorhin schon nicht geklappt, wo wir zu zweit die gebaut haben. Ich sage ja nicht, dass ich baue. Ich frage nur, ob man da nicht einfach ein Dach drüber bauen kann, dass es geschützt ist. Ja. Ein Feuersteinmesser hergestellt von Thompson. Haltbarkeit, aha. Blitzenstechen, Blockwert 5. Parierstärke 10, Parierbonus vierfach, okay.
Rückstoß 25, Parierstärke 20, Parierbonus mal 2, okay. Bewegungstempo minus 5%, Gesamt minus 0%, Hauen 12, aha. Okay. Die Axt ist dann noch ein bisschen. Also die Axt ist eigentlich als Waffe ganz gut. Oder fast besser als die Keule. Also ich weiß ja nicht, wenn ihr mit Bögen könnt oder so, könnt ihr natürlich gerne mit Bögen arbeiten. Ich würde den antanken dann. Ich würde einfach davor laufen und dem ein paar von Latz kloppen. Okay. Hast du schon ein Schild gebaut, oder? Nö, noch nicht. Soll ich eins? Brauche ich Holz für, glaube ich. Oh. Holz und Harz. Und ich glaube Leder. Und Riemen. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Thomas, ich glaube, wir haben aktuell nicht so viel Holz. Okay. Soll ich Holz fällen gehen? Wir haben aktuell nicht so viel Holz? Ja. Also. Oder hat wieder wer was reingelegt in die Kiste? Und die Holzkiste. Ja, die ist leer. Hier. Ich habe 29 von 50. Ich habe 30. Brauchst du Holz? Ja, ich habe 30. Ich kann noch jetzt was fällen gehen. Oh! Ich hab Kohle. Und wie? Fleisch zu lang oben lassen. Was wollte ich denn jetzt gucken? Thompson Holz wäre nicht schlecht. Ja. Habt ihr diese komische Trophäe schon angehoben einmal? Ja. Ja. Gut. So. Ich leg das da in die Steinkiste. Holst du es dir? In der ganz rechten Steinkiste. Ach. Was? Also das Holz. Holz. You feel cold. Absolut null Ausdauer. So. Ah, das Feuer brennt hinten wieder. Kommst du? Können schlafen. Chaos? Ja. Oh, oh schön. Und aber nur eins bauen. Ab ins Bett. Wir brauchen unbedingt Lederfetzen. Was hast du gebaut? Komm, vor's Haus. Mach gleich so ein Turnschild bauen kann. Wieso? Das macht dich zu langsam. Achso. Hat aber wahrscheinlich mehr Verteidigung, oder? Ja. In deinem Traum sitzt du neben einem Feuer in einer großen Halle und bist von Gesprächen von unbekannten Stimmen umgeben, hä? Ich hab nie Träume. Ich hatte diesmal auch keinen. Ich bin eine Schildkröte. Ja, da oben fängt sich auch der Rauch. Siehst du das? Ach, guck. So viel zum Thema Kohlenmonoxidvergiftung. Puh, Glück gehabt. Ah, ist das kritisch. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir zwei Hirschtrophäen mit. Und. Nee, bist du. Willst du. Wir haben ja hast noch du keine Nahrung? Abgegradete Rüstung. Wir brauchen noch ein bisschen Leder. Guck mal, ich habe jetzt schon eine Hose mir gemacht noch. Also, ich habe jetzt. Sagen wir mal, ich habe. Also mindestens 20 Leder für jeden braucht man. Lederstreifen. Okay. Ja, dann gehe ich jagen. Ja. Also nicht die Felle, sondern also wirklich dann diese Fetzen, ne? Ich würde also noch ein bisschen. Von den Wildschweinen. Ja, ja. Ich würde mal versuchen, ein bisschen Holz zu besorgen noch. Damit Chaos mal zum Bauen hat, ne? Mhm. Woher kriegt man Federn? Habt ihr schon mal irgendwo Vögel gesehen? Bei Baum, wenn ein Baum fällt, kann passieren, dass Federn mit runterfallen. Das ist eine gute Idee. Also da habe ich Federn mal gefunden. Jetzt läuft das wie wild herum, das Wildschwein. Ist ja auch ein Wildschwein. Oh. Mhm. Nicht gut? Nein, gut. Ach, gut. Nein. Wie nein? Oh, Rauchvergiftung. Hast du echt? Ja! Weil ich am Dach in den Rauch reingegangen bin. Also müssen wir. Kohlenmonoxidvergiftung! Yay! Also müssen wir wirklich einen. Alter, hier ist gerade.
Mikado im Wald. Ich brauche gerade einen Schornstein. Ja. Das ist ja geil. Griss auch Rauchvergiftung. Ich bin begeistert. Also ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel auch. Ich mag das sehr, muss ich ehrlich sagen. Also das. Ich hab's jetzt schon halbwegs raus mit dem. Ja, wieso kann ich hier das Flash nicht aufheben? Ah, jetzt. Mit dem Bogen. Und mit dem Bullet Drop. Du hast den Bogen raus sozusagen. Ja. Alter, das sind ja schon wieder König der Wortspiele. Machst du einen auf Thompson? Kannst du sagen, was du willst? Ist er der König? Witz Game Studio. Naja. Ich hab hier gerade irgendwie den halben Wald mit einem Baum zerlegt. Gab's nicht auch eckige? Ja. Was ist denn der eckige? So ein eckiges Dach. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Lücke lassen über dem Feuer, damit der Qualm abziehen kann, ja? Ja. Das ist ja geckig. Ist richtig toll, finde ich gut. Mit Federn kannst ja, du bessere Pfeile machen, so, oder wie? Ja, dass es nicht reinregnet. Ja, mit Federn kann man Pfeile machen. Hm? Also die Holzhalle, die ich habe, verbessern oder andere Pfeile herstellen? Andere Pfeile herstellen. Die fliegen weiter, glaube ich. Nee. Das beantwortet nicht die Frage, ob das andere Pfeile sind oder ob ich die Holzpfeile upgraden kann. Nein, das sind vielleicht andere. Gibt es eine andere. Ein gefiederter Pfeil. Mhm. Und du brauchst dann eben auch die Flintspitzen und von diesen Gremlins den Kleber oder das Resin, Harz. Was das halt ist. Harz. Resin ist Harz. Ja, Baumharz haben wir ja über 50 Stück, da habe ich ja noch schon eingesammelt von. Greift mich der Lustige an. Geh weg da. Axtschwinger. Aber die Steine müssen auch zerstörbar sein, weil die zeigen ja ein Leben an. Ich denke mal, wenn wir den Typen töten, dann kriegen wir irgendwelche besonderen Sachen, damit wir mehr machen können. Gut sein. Muss man doch zu dritt mal das doch hinkriegen, oder nicht? Cool, da fällt ein Baum den nächsten. Domino ja. Day. Oh. Hab ich hier auch. Sollte lieber weggehen. Hab ich hier auch praktiziert. Wir brauchen eh viel Holz. Ja, ja. Na, ich hoffe, dass ich jetzt so 200, 300 Holz zusammenhacke. Hier, ich muss mal meine Axt nochmal reparieren gleich. Ein echter Hacker. Das auch, ja. Wenn nicht sogar ein Heckenpenner. Hackerpenner. Jetzt kommen wir an dem scheiß Baumstumpf da oben nicht ran. Ah! Was war denn? Ja, der Baum ist genau in meine Richtung gefallen. Also ein Baum ist in den anderen reingefallen, hat da dran so lange rumgebackt, bis der nächste Baum umkippt und der ist genau in meine Richtung gekommen. Hm. Hui, das war knapp. Hm. Aber ich hab's geschafft, ich bin weggekommen. Ich habe es überlebt. Weil die Bäume machen auch an den Eichen und an den Birken machen die Schaden, ne? Also wenn die Bäume dagegen fallen, machen die da Schaden, aber sie fällen sie halt noch nicht. Bin ich voll? Oh, ich bin voll. Okay, dann komme ich mal kurz zurück, dann repariere ich und dann geht's hier weiter mit dem Holzfällen. Wir hatten hier die Straße angelegt, die können wir ja mal weiterbauen. Weil da kommt, aus der Richtung habe ich jetzt nämlich Dings gemacht. Und dann vielleicht mal ein Straßennetz so ein kleines machen oder so. Wo hast denn du eine Holzkiste? Hier die zweite Kiste von rechts. Möchtest du ein Holz haben? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Soll ich dir hier hingeben? Ja. Holz. Danke. Holz. Ja. Holz. So, jetzt hast du erstmal Holz. Ich bin da gerade am Rauchfang beschäftigt. Am Rauchfang ist er beschäftigt? Ja, damit er alles auch abziehen kann. Ein Rauchfänger. Sozusagen. Ich bin ein Holzfäller.
Du könntest was zu essen verteilen. Ein paar Wildschweine. Was seid ihr? Hast du denn schon welche gefangen? Ja, eins. Ja, nicht so viel. Wie viel? Also auch noch eins. Wie viel Flitzeleder hast du denn schon wieder? Oh, warte. Halt. Oh. Oha. Ganz zufrieden bin ich mit dem Dach noch nicht, aber... You are carrying too much. Super. Was ist denn wieder alles bei? Um Holz musst du dich nicht kümmern, mach ich. Ah, und wenn das Holz draußen ist, dann geht's auch schneller kaputt. Okay. Wir müssen da schon ein bisschen was nämlich reparieren beim Haus. Ja, das kann auch sein, dass ich ja kaputt gemacht habe. Nein, alle Holzbalken, die nicht überdacht waren nach dem Regen, ja, sind jetzt halt leicht kaputt. Ah, okay. Das heißt, nach dem Regen muss man einmal reparieren. Jetzt kann ich nicht mehr gehen. Hallo? 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 Irgendwie aufgehängt. Wer? Ich kann nicht mehr gehen. Läuft bei dir der Ausgeruht-Timer ab? Ja. Komisch. Meine Stamina ist 0. Wie sieht's mit deinem Leben aus? 74. Hast du irgendwo reingelaufen? Also hast du irgendwie Kollision mit irgendeiner Wand hast oder so? Ich glaube, ich hänge vielleicht in so einem Strauch fest. Bein ab. Nimm noch die Axt und hau mal ein bisschen um. Jetzt habe ich Holz weggeworfen und jetzt geht's. Ja, du warst überladen. Ja, aber vorhin konnte ich mich bewegen. Vielleicht bist du irgendwo aber drüber richtig, gelaufen. Ich bin nur langsamer. Keine Ahnung. Ah, ich muss was essen. Ich komm mal zurück. Lass ich dir das Holz gleich bringen, oder? Ja, am besten in die Holzkiste. Ich gleich meine Tools reparieren. Tools. 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 Der Rauchfang funktioniert noch nicht ganz so. Der steht ziemlich... Der Rauch steht da ziemlich, gell? Ah, da ist noch eins, was ich reparieren muss. Eine Feder habe ich gefunden. Ob man mit einem Baum auch ein Wildschwein töten kann? Sicher. Wenn du Rauchgasvergiftungen kriegen kannst, dann ja. Wo ist die Holzkiste? Zweite Kiste ja, auf der rechten Seite. Die ist nur leer. Zweite. Genau da. Also da, wo die Birkensamen drin sind. Ja. Sind zwar Buchensamen, aber ja. Kann ja mal passieren, ich meine. Du kannst hier mal zu mir herkommen, hier rennen mehrere Rehe rum. Ja. Reo, Reo. Muss ich nur ein paar Pfeile noch machen. Ich bin schon wieder voll mit dem Inventar. Du schneit's hier in dem Haus. Das ist Asche. Vermutlich, ja. Gott, das sieht wild aus, was da auf dem Haus passiert. Uiuiui. Das gar nicht. Ich hab Holz aufgehoben. So, ich hab könnte noch mal in diesem Spiel die ganze Zeit bauen. Ja, ja, merke ich schon. Ich habe 130 Holz, habe ich dir noch wieder reingebracht, ne? Also du kannst doch bauen. Thompson, kommst du mit? Ja. Brauchst du noch ein paar Pfeile? Ich habe 60. Okay. Ich habe 87. Ich würde den Bogen eigentlich verbessern. Stimmt. Aber wenn du dafür Leder verbrauchst, würde ich es jetzt erstmal nicht machen. Wie schießt man mit dem Bogen?
Links, linke Maustaste gedrückt halten. Okay. Ich hab zwar keinen Pfeil fliegen sehen, aber okay. Muss deutlich höher anhalten. Ja. Kannst du siehst dann so eine weiße Spur. Hier, auf der Seite sind die Rehe die ganze Zeit. Keine Ahnung, jetzt sind sie gerade weggelaufen. Was soll den Stein da liegen? Ah, da ist eins. Das war ein Path of Exile, aber das ist schon richtig anstrengend mit ihm. Ja. Na, wenn er über die drüber. Der hat ja alles immer mitgenommen. Egal was es war. Da wurde ja alles. Kann man ja nochmal brauchen. Alles mitgenommen, ne? Egal was für ein Schrott oder sonst irgendwas. Hauptsache erstmal eine Tasche haben. Puh. Wie oft wir da deswegen in die Stadt zurückgelaufen sind. Bloß weil jemand wieder seine Taschen voll hatte. Ah, da ist der, den ich schon angeschossen habe. Meine Axt ist gleich kaputt. So. Bogen Level 12. Sehr schön. Kannst du denn genauer zielen? Ihr schaut zweimal. Ja, vielleicht macht es auch mehr Schaden. Also ich weiß nicht genau, was der Skill bringt. Bist du noch? War. Wow. Ja, hier ist direkt eins bei mir am Baum. Ah ja. Hätte ich fast mit dem Baum erschlagen. Aber eins getötet. Ja. Das war nicht ich direkt hinter dir. War nicht das. Nee, meinst du es vor mir? Ja. Kann ja auch mal gucken, ob ich da mit dem Bogen was treffe. Ah, so halbe Dächer? Mann, gibt's nicht. Ah, ich hab's. Ich hab auch drauf geschossen. Ihr Trophy. Ja, schön. Ah, das steckt da im Stein fest. Mein Pfeil, ja. Kann man den wieder aufnehmen? Nee. Ja, müssen wir schauen, ob das so beim nächsten Regen hält. Okay, hast jetzt überall ein Dach mehr gebaut? Nee, ich hab versucht, einen vernünftigen Rauchfang zu bauen. Ah, braucht man nicht Wildschweine? Hast du ja nicht gesagt? Ja, irgendwie Lederfetzen halt, ne? Aber wenn du richtiges Leder hast, dann kannst du natürlich nachher irgendwann auch die Lederrüstung machen, also. Ja. Also beides wäre gut. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Vielleicht kann man die Lederrüstung auch zusätzlich anziehen, das weiß ich nicht. So, ich muss noch meine Axt reparieren, dann kann ich noch ein bisschen Holz hintragen. Na, das sieht doch gut aus für einen Holzfang. Oder für einen Rauchfang. Sieht richtig schick aus. Ja, aber die Frage ist, ob es reinregnet. Naja, vielleicht von links und von rechts, aber. Ja, eben. Aber vielleicht kannst du da ja noch denn so halbe Wände, haben wir ja auch. Dass du so halbe Wände unten oder oben noch dran machst, dass es dann nicht reinregnen kann. Da zieht es denn jetzt raus da oben? Ja, ne? Ja. Ja. Das Problem ist, wenn ich es halt zu baue, dann zieht es auch nicht mehr raus. Ja, das sieht echt toll aus, ey. Super, wie man hier bauen kann. Ah, ich wusste, ich kann euch mit diesem Spiel begeistern. Und dich auch. Ja, ich mich auch. Gibt es irgendein... Ach ja, doch. Hatte doch diese kleine Lücke mal zu. Wie haben wir die zugemacht? Welche kleine Lücke? Da oben, die kleine Lücke. Ja, mit halben Stein. Nee, da hast du irgendeinen komischen Schrägen reingebaut. Ja, den finde ich nicht mehr. Oder war das der? Das war der so gebaut, okay. Ah, der war's. Ja. Aber mit unserem Schild fühlt es sich schon gleich heimlicher an, oder? Ja. Ich sag dazu nichts. So, alles was unterm Dach war beim Regen, musste nicht repariert werden.
Aber das hier muss repariert werden, ja, was hier liegt. Ja, genau, das habe ich übersehen. Das habe ich gerade gesehen. Und wie weit ist das kaputt? 10%, 20%? Hälfte. Oh, okay. Oh, das ist schon gar nicht mal so wenig. Das sieht richtig schickedelig aus, ey. Ah, das macht so schöne Bilder, ne? Wenn es jetzt noch einen Fotomodus gibt. Und das will ich symmetrisch noch auf die andere Seite bauen. Ich weiß, was du mit den halben jetzt meinst. Ja, das könnte gut werden. So meinst du, oder? Ja, genau. Ah, sieht geil aus. Das gefällt mir. Also das gefällt mir wirklich. Also ich habe das jetzt mal, ich muss unbedingt gucken, wo ich schöne Screenshots hier noch ein paar mache. Also ich sag mal, die Grafik ist zweckmäßig, ne? Aber es ist schön. Ja. Ein Spiel braucht nicht immer die super tolle Grafik, meiner Meinung nach. Sieht echt gut aus. Und was ich auch drauf gekommen bin, ist, dass wir da mittlerweile unser Haushalt stützen müssen. Das mit dem Terraforming habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, ist ja nicht wieder schlimm. Wo willst du denn das Terra geformt haben? Ja, hier habe ich jetzt schon Stütze hinbauen müssen. Das ist aber kein Problem, wenn ich Stützen regelmäßig reinziehe, dann... Wächst es nach hier oder nicht? Hier vorne wäre noch ein bisschen... Oh, nett. Na, wächst es denn da hin oder wächst es da nicht hin? Das ist die große Frage, die ich jetzt habe. Ach so, das kann ich nicht sagen. Muss was essen. Wir haben so viele Beeren. Ja, mach da mal einen schönen Kuchen da draus. Ja, wenn wir eine bessere Kochstelle hätten, gerne. Wie? Das ist eine bessere Kochstelle. Ja, ein Topf. Zum Beispiel. Den kann man dann sicher auch. Ja, dann lass uns doch mal den Typi da hinten beschwören und dann hauen wir dem mal ein paar von den Sack und dann kriegen wir vielleicht Eisen oder so oder Stein. Ja, das kann sein. Das ist doch geil, ist doch das. Also ein paar Samen hätte ich gerne. Ich würde gerne ein Feld anlegen mit Möhren oder ein Feld mit Rüben oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, du hast jetzt 300 Holz. Oh. Ah. Na, wenigstens ist dir nicht kalt. Ich muss meine Aufgabe weiter erfüllen. Wenigstens ist dir nicht kalt. Alter, wir haben schon 20 gebratene Schweinebeine da drin. Also Nahrung haben wir genug, würde ich sagen. Wollen wir nochmal schlafen gehen? Thompson, wo bist du? Ich jage gerade Wildschweine und Rehe. Gut, okay. Du meinst, wir haben 30 von denen. Ja, ich habe bloß eine Stack da gesehen. Was ist da? Da ist irgendwie ein Dorf. Da sind 3 von den Häusern. Das sind Betten. War was bei den Bienen drinnen? Ja, 2 Honig. Schön, schön, schön. Kann ich jetzt aber gerade nicht essen, weil mein Deck voll ist. 2, 3, aber das ist, glaube ich... Falsche Kiste. Hm? Hä? Ist das nicht die Essenskiste hier? Die links, die ganz vorne. Ach so. Also ich glaube, wir sollten uns jeder den einen Honig reinpacken, weil der hat 5 HP pro Tick. Der bringt richtig HP wieder vor den Kampf quasi, ne? Also quasi Magen leer sein lassen. Mhm. Dann in Honig mit rein, oder wenn wir losgehen, einen Honig reinpacken, so einen Braten reinpacken, der bringt 2 HP und so einen Schwanz noch reinpacken. Der bringt auch 2 HP. Damit hast du denn 5 und nochmal 4 sind 9 HP pro Tick, die du wieder kriegst. Also ich denke, das sollte reichen, wenn wir den dann beschwören, dass wir den in Umi-Box kriegen. Oder? Ja. Könnte passen. So.
Also du machst nicht nach unten, ne? Also du musst, wenn du was runter haben willst, musst du von einem niedrigeren Boden kommen, um das runterzukriegen. Und wenn du was hoch haben willst, musst du vom höheren Boden und dann weitergehen, sozusagen. Jetzt machst du da runter zum Beispiel, ne? Ja. Genau. Das ist Das Feuer ist schwebt jetzt halt. hier. Ja. Ne, ich will quasi das, was ich vorne gebaut habe, hier dann auch nochmal bauen. Naja, ich weiß. Ja, ich glaube, das mit dem Stützen unten drunter so ein bisschen stelzenhausmäßig machen, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, jetzt kommt der Schneesturm hier bei mir an. Ja, habt ihr Schneesturm, oder wie? Ja, wurde mir so angesagt, soll Bei kommen. uns ist es total warm. Oh, jetzt habe ich fast ins Feuer gelaufen. Nee, das wollte ich nicht. Vier wollte ich. Gibt's eigentlich bei dem Fußboden Schrägen oder so? Schräge Platten? Nee, halbe Platten gibt's. Holzboden 1x1 gibt's. Ah, okay. Aber schräg gibt's nicht, ne? Diagonale Platten. Nein, habe ich nicht. Du bist so ein Schade. Freak, der mich angreift. Railing. Ein Holztor kann man auch bauen. Das ist schon geil. Ich denke, wir sollten jetzt wirklich langsam drauf losgehen. Dass wir... Wie viel Leder hast du, Thompson? Ich kann gleich schauen, ich bin gerade im Fight. Das habe ich vorhin schon mal gehört, wo ich den Status abgefragt habe und dann ist das auch wieder versagt. Ich habe jetzt 7 Lederstücke und 11 von den Hirschen. 7 Lederstücke und 11 von den Hirschen. Okay. Thompson, trauen wir uns das beide zu zweit zu? Weil mit 11 Ich von denke schon. diesen, Häuten, wenn hier noch eine liegt, ich denke, hier liegt noch eine, kannst du dir einen Lederbrustpanzer und eine Lederhose machen. Da brauchst du jeweils 6 für. Und ich glaube, wir sollten das Lager gegebenenfalls dann in ein extra Haus machen. Weil dann kann man das besser überdachen. Ja, wir müssen. Wir können ja auch wie so ein Kreuz so ein Haus aufbauen, dass wir in der Mitte pennen und die Dinger, die wir brauchen, in der Ah Mitte ja, das stehen. könnte man machen, ja. Und dann machst du einen Flügel in die Richtung, einen Oh. Flügel in die. Also da, du kannst hier so viele Sachen bauen. Und wer Ich weiß, kann. was wir noch für Bausachen Materialien dazu kriegen, bekommen. ja, eben. Vielleicht kommen wir ja danach denn in diese, vielleicht ist das ja auch bloß ein Vorlager hier. Du baust hier wie ein Verrückter und dann ist das nachher sowieso bloß. Ja, Bis nach das. dem Kampf. Thompson, kommst du zurück dann? Ja, bist schon auf dem Weg, ne? Gut. Hungriges Wildschwein habe ich gerade gekillt. Ein hungriges? Ja. Ja, natürlich auch gut. Also wie gesagt, jeder nimmt sich nachher einen Honig, eine Keule und einen Schwanz zu essen mit. Also die. Soll ich auch mitkommen jetzt dann, oder? Ich Weil weiß ich es habe ja dann nicht. keine Rüstung. Also Thompson, hast du 12 von den Redingern oder nicht? Ich habe 11. Weil hier liegen noch 15 Stück drinne. Dann kannst du ja Okay. noch eine Rüstung auf für Chaos gleich machen. Dann deine nicht abgehen. Hier in die Kiste gucken hier. Die zweite Kiste auf der Seite. Da liegen die Dinger drin. Ich leg da nur Sachen rein. Da liegt es Aber drin. dieser Baum ist schon cool am Himmel auch. Und ein paar Steine nehme ich mal doch. Baum So, am wie viele Himmel. Trophäen braucht man da? Zwei Hirschtrophäen, oder? Naja, Ja. ja. Jetzt Oder man erstmal kann es schlafen werfen. gehen jetzt, okay? Okay. So. Und war nur die Reihe fertig? So, dann machst du eine Rüstung für dich und für Chaos. Oder du gibst mir das Zeug, wenn du dich nicht konzentrieren kannst darauf. Doch, kann ich machen. Gut, Bin schlafen gehen. unterwegs, ich bin unterwegs. Ja. Thompson. Das ist schlimmer wie ein Sack Flöhehüten. Ein Floh mit Hut, der ist Der lustig. Vorteil ist, man kriegt jetzt auch einen Bonus, wenn man vorm Ja. Haus sitzt. Wunderbar. Einmal frei. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge an dieser Stelle und sehen uns gleich wieder. Also, wir uns morgen und naja, wir machen hier gleich weiter. Bis denn. Tschüss. Servus.